Yo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Fire Emblem Warriors. Das ganze Spiel ist, wie ihr euch wahrscheinlich jetzt denken könnt, in Deutschland noch gar nicht raus. Nein, es kommt nämlich erst am 20. Oktober, aber in Japan ist das Spiel schon heute erschienen, am 28.09. Beziehungsweise in Japan ist gleich ja schon der 29., bei denen ist das also schon Tag raus, mehr oder weniger. Ja, und ich habe mir gedacht, weil ich ja ein bisschen Japanisch kann, also es wird nicht perfekt, das kann ich gleich sagen, weil Fire Emblem ist so ein Spiel, das benutzt relativ schwieriges Japanisch, weil es relativ altes Japanisch teilweise benutzt. Ja, Fire Emblem, so eine Geschichte mit Königen, Soldaten und so ein bisschen mittelalterlich oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, und da wird halt Japanisch benutzt, was man jetzt nicht unbedingt immer so im normalen Alltag gebraucht. Deswegen werde ich da wahrscheinlich auch das ein oder andere mal stocken. Hier haben wir aber jetzt erstmal die Menüauswahl bzw. die Sprachauswahl. Oben haben wir Japanisch und hier unten, das ist ja Chinesisch. Einmal Langzeichen, einmal Kurzzeichen. Das wollen wir natürlich nicht machen. Wir spielen auf Japanisch. Atarashiku. Ja, also, wir haben keine Speicherdaten. Wir müssen erstmal neue machen, das ist natürlich ganz klar. Und wir wollen einfach mal gucken. Ich bin sehr gespannt, Leute, auf dieses Spiel. Hyrule Warriors habe ich sehr gerne gespielt. Und wir sehen hier Fire Emblem. Was läuft? Das Schwert. Das Schwert des irgendwas. Da nimmt er es. Oh. Okay, ich glaube, das hat man schon mal auf YouTube gesehen, irgendwie in einem Werbefilm. War das schon mal, das ist halt der Anfang, ne? Aber es sieht schon krass aus. Es sieht schon geil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Es hat schon was, finde ich. Oh mein Gott, die hat aber einen weiten Ausschnitt. Dass die immer so übertreiben müssen, einfach. Ja, und vielleicht sind ja auch einige Sachen anders als in der europäischen Version hinterher, das weiß ich nicht. So genau habe ich mich damit nicht befasst, aber ich bin sehr gespannt auf das Spiel, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir werden es jetzt schon spielen. Vor dem europäischen Release. Das heißt, ihr könnt auch schon mal ein bisschen reingucken. Wenn ihr euch natürlich noch nicht spoilern lassen wollt, dann, ja, dann tut mir das leid, dann könnt ihr dieses Let's Play nicht gucken, das tut mir leid. Ich hoffe, das geht von der Tonlautstärke her. Müsste aber gehen, oder? Es müsste okay sein. Ich hoffe, es ist okay. Da haben wir Fire Emblem Musan. Musan heißt es, glaube ich. Musou. Ah, Musou. Genau, Musou war es. Musou, da sagen sie es auch. Ja, Fire Emblem Musou. Genau. Ja, Play, Press Button. Alles klar. Wählen Sie ein. Das finde ich schön. Ich weiß gar nicht, ob das in den deutschen Versionen immer so, dass die alles auch erzählen. Also wir sollen uns jetzt einen Helden aussuchen. Entweder wir nehmen die Frau oder wir nehmen den Mann. Ich bin ein Mann, ich nehme Otoko. So, jetzt müssen wir den Schwierigkeitsgrad auswählen. Hier haben wir Easy, wir haben Normal und wir haben Hard. Ich würde sagen, Normal ist okay. Hard bin ich nicht gut genug für. Easy ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Nehmen wir einfach mal in der Mitte hier. Game Style, das ist der Style Shinata Nakamawa. Okay. Ja, also der Casual Style ist der Style, dass, wenn wir jemanden verlieren, beim nächsten Mal in der nächsten Runde diese Person wieder mit dabei ist. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Ich finde das immer so. Also Classic Style ist natürlich hier unten der. Ne, das ist dann der, wenn die einmal weg sind, dann kommen die nicht wieder. Aber ich bin eher der Casual-Spieler jetzt. Play-Style oder Saku-Saku-Susumetai-Play-Style Mission Tomenai, Level-Up Tomenai. Ach so, das ist jetzt also sowas. Was denn? Was lachst du da rum, Mayu? Und hier ist halt Tutorial. Subete Tomeru. Ja, was soll man sagen? Also das unten ist halt, dass wenn Level abkommt, dass da nicht gestoppt wird, sondern es geht einfach weiter. Ja, ein bisschen stoppen. Macht mal ein bisschen langsamer, ja? Ja, yoroshii desu ka? Kono settei game o kaishi shimasu. Ja, das wollen wir machen. Ja, alles klar. Wir suchen uns das Koko ni save data o sakusei shimasu. Ja, hier wollen wir einen Speicherstand erlegen. Also wie gesagt, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen, weil ich ja, irgendein. Hier haben wir ein. Wie nennt man das denn auf Deutsch? Ein unausweichliches Schicksal, könnte man das vielleicht nehmen. Ja, wie gesagt, ich bin Japanisch zwar sehr gut in Alltagskonversationen und allem drum und dran, aber wie gesagt, das höchste der höchsten Japanischkünste habe ich noch nicht erreicht, das höchste Level. Deswegen, es gibt einige Kanji, die ich noch nicht lesen kann, auch wenn ich sehr viel mittlerweile lesen kann. Und auch einige Vokabeln, die ich nicht kenne, gerade bei solchen Geschichten. Aber wollen wir mal reinschauen? Wir werden es schon irgendwie machen. この国を救ってみせる。滅ぼさせたりなんかしない。みんな。さあ。
Oh. Okay, also sie wollen auf jeden Fall das Königreich beschützen. Oh Gott, ich habe gar keine Ahnung. Oh, Kihon Akshon. Okay, also auf Y machen wir Kogeki Angriff. Tsuyoi Kogeki, also einen stärkeren Angriff auf X. Auf B machen wir, glaube ich, Verteidigung. Und eine Teki. Und auf A machen wir auch. Warte, müssen wir jetzt mal gucken. Ah, auf A machen wir. So, warte mal. Wir haben. Also auf B können wir hier wunderschön so ein bisschen rumlaufen. Da haben wir Kogeki. Und hier oben haben wir so eine Art Spezialattacke, sage ich mal. Ja, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. So, zack. Also wie gesagt, wir werden schon irgendwie durch das Spiel durchkommen. Es ist kein Problem, das Spiel für mich jetzt hier irgendwie so zu spielen. Und die grundlegenden Sachen zu verstehen auch nicht. Aber was die Story angeht, kann ich euch jetzt natürlich dann nicht immer alles übersetzen, wenn da Cutscenes kommen oder so. Wow. Kite kudasai. Okay. Kyara Henko. Aber wir können zwischen den Charakteren wechseln. Kyarakter Henko shimasu. Kao Icon ga. Kurai toki wa Henko dekimasu. Okay. Was haben wir hier noch? Kanasai Kyarakter wa Battle 2 ni fuhuru koto ga arimasu. Okay. So, Moment, wo war das denn? Mit dem hier, ne? So, genau, hier können wir changen. Ja, also auf dem Knopf hoch kann ich jetzt den Charakter... Wow, was geht denn bei ihm? Und wenn ich das jetzt mal wieder runter mache, dann habe ich wieder ihn. Keine Ahnung, er gefällt mir hier irgendwie besser. Konnte das bei Hyrule Warriors eigentlich... Ja doch, das konnte man auch, ne? Glaube ich. Ja, auf jeden Fall Charakter changen können wir auch und die hier einfach mal alle weghauen. Was sind das eigentlich für komische Monster? Oh, da ist der Endboss. Der ist ja immer der Wichtige hier. Moment, was kann man mit L machen? Oh mein Gott, ich habe eine Alter, ich habe Spezialattacke gemacht, ohne dass ich es wusste. Oh mein Gott. Okay. Ja, playable. Playable. Was ist das hier? Was ist das hier für einer? Was ist das für ein Dummy-Soldat? Oh nein! Junge, komm schon. Lass ihn mal wegmachen. Aber er meint ja playable. Wir können jetzt auch ihn... Nee, Moment, wir haben noch einen. Ah, okay. Moment, den hatte ich doch eben schon. Den wollte ich doch jetzt gar nicht. Wir haben einen neuen Charakter dazu bekommen. Gib mir den neuen! Also sieht... Alter, ist das krass. Ja, also das Spiel ist schon, wie ihr wahrscheinlich auch wisst und, ja, merkt. Das Spiel ist einfach darauf aus, dass man einfach alles kaputt macht. Ja? Also es ist ein Spiel, in dem einfach alles kaputt gemacht wird und darauf kommt es auch an. Aber was ich mag an dem Spiel, also viele mögen das vielleicht auch nicht, weil sie sagen, ja, das ist mir viel zu langweilig, das Spiel. Aber ich mag das Spiel eigentlich... Moment, wo sind wir denn hier oben gemacht? Ich mag das Spiel eigentlich, weil es relativ schnell ist. Ich mag schnelle Spiele, in denen man genauso wie im Sport, in denen man einfach ein bisschen ausrasten kann, durchrennen kann, einfach alles hinter sich lassen kann. Und das ist natürlich eins von den Spielen, in denen man das perfekt kann. Ja, gerade wenn du einen starken Charakter hast, dann rennst du da durch, hier machst die alle einfach instant kaputt und dann war's das. So, also wir haben das erste Tor geöffnet und... Moment, nee, das ist das falsche Tor. Boah, ich bin auch in Spielen, Mayu. Ich habe in Spielen auch keine Integration, nicht, wie heißt das? Orientierung. Ich habe einfach nie Orientierung, egal ob Spielen oder im Real Life. So, was haben wir jetzt? Ich hoffe, mit dem Ton, das geht von der Aufnahme her. Ja, sie wird alles zurückholen. Sie wird alles zurückholen, da kennt sie nichts. Heiwa no irgendwas. Also friedliches irgendwas. Da konnte ich die Zeichen leider nicht lesen. Oh, das sieht aber schön aus. Das Königreich. Was haben wir hier? Tada! Das ist so der Typ. Er will kein König werden. Er will, dass die Frau König wird. あの人も天国で心配しているんじゃないかしら。ドリオスが来た。よっしゃ、教科書勝つぞ。ちょっと抜け駆けはなしよ。私とって歴史学を教えてもらう約束をしてるんだから。もう一丁。次は負けないぜ。何度でもかかってこい。 次は負けないって。一度も勝ったことなんてないじゃない。ううん。大丈夫？よし、次はお前の番だ。
訓練場に来て見ているだけってことはないよな。勝てない勝負はしない主義だけど、ダリオスとの訓練なら仕方ないわね。その心意気だ。人の上に立つ者は強くあらねばな。はっ、うい、なんだ敵襲、敵襲、なんだこいつは。あれは玉座の、お母様、母上が危ない。お母様。やあ、待て待て、俺たちは先に逃げるんだ。母君は俺が必ず助ける。いいな。でも嫌だ、俺も行く。ダメだ、敵が城内にまで入り込んでいるんだぞ。お前たちは安全な場所に。王子殿下、王女殿下、ここにおられましたか。ここは危険です。お二人も早く隠し通路からお逃げください。隠し通路は、緊急時の抜け道です。すでに王妃様も通路へと向かっておられるはず。よし、急いで合流しよう。母上、今行くからな。So, ja, das war jetzt eine relativ lange Geschichte, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Ich habe überlegt, ob ich das parallel dann einfach übersetze, aber das ist ein bisschen schwer, das zu machen. Um es kurz zu machen, ihr habt alle, eigentlich alles gesehen, ja. Die haben da ein bisschen trainiert und ein bisschen erzählt und er möchte eigentlich gar nicht König werden. Der Vater von ihm oder wer auch immer da der eigentliche König, ja, also von der Frau, die da auf dem Stuhl saß, der ist schon im Himmel, der ist schon tot. Und ja, der Typ möchte gerne, dass seine Schwester die Thronfolge übernimmt, aber das geht natürlich nicht. Und dann kamen die Monster und jetzt ist alles kaputt. Genau. Und hier haben wir jetzt Krassel Shokai. Das ist also eine Vorstellung dieser Monsterklasse. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Ich hoffe, das ist... Moment, ich muss nochmal kurz gucken. Ja, doch, mit dem Ton sollte okay sein. So, okay. Hier können wir die theoretisch kaputt machen. Machen wir jetzt mal nicht. So. Auf geht's! Ich muss mich auch erstmal ein bisschen reinfinden. Moment, sind das nicht meine? Ah ne, das sind irgendwelche. Was denn? Ey, was ist das denn? Kite kudasai. Teki o kogoru suru to item o otosu koto ga arimasu. Wa HP ga kaifuku shimasu. Okay, also wenn wir Gegner töten, dann kann es manchmal sein, dass diese Items da droppen und die füllen HP auf. Kokoi. Iru niyotte kotonarimasu. Also je nachdem, welche Farbe das hat, hat diese Medizin einen anderen Wirken. Oki hodo kouka wa takaku narimasu. Je mehr wir haben, desto eine größere Wirkung erzielt das, je mehr wir aufnehmen. Haitiru koto mo arimasu. Okay, aber manchmal kann auch was Gefährliches daran sein. So, okay. So, da haben wir jetzt HP hier. HP Recover. Okay, alles klar, dann würde ich doch sagen, machen wir mal... Was ist das denn jetzt? Muso Geiji ga Itai Ijai aru toki ni ai de Kyoryok na Muso sama o. Okay, also wir können, das verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt, was das bewirken soll. Teki o kore do 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 kusuri no shutoku de zouka shimasu. Okay, also, wir haben unten diese A-Leiste. Das ist wahrscheinlich jetzt hier unsere, ja, wie soll ich sagen, Spezial, ja, okay. Es ist halt einfach die Spezial der Spezialattacken, die spezialer nicht hätte sein können, als sie es ist. Ja. Also das, was wir gerade durchgeführt haben, das ist die Mega-Attacke und da füllt sich natürlich die Leiste immer auf, je mehr wir von den Gegnern töten. Ja, da füllt sich die Leiste immer schön auf, meine ich zumindest, so war das doch. So, zack, ja. Und bam. Okay, aber wo müssen wir denn eigentlich lang? Wir müssen, glaube ich, hier unten eigentlich weiter. Können wir jetzt eigentlich auch den Player wechseln? Ne, können wir noch nicht wechseln. Wir haben nur ihn da oben stehen. Unseren Helden. Also ich denke mal, das ist die Hauptfigur. Ja, komm jetzt hier. Mach die Gegner doch mal weg. Da in der Mitte. Da in der Mitte, den L-Typen. Der L-Typ ist der Gefährliche. Den müssen wir wegmachen. So, Kollege, Alter, komm jetzt. Was? Kite kudasai. Ja, hi. Kogeki shita teki no. Okay, also Start, ja, ja. So, wenn wir den da, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat da so eine heftige Leiste, ja, ne? Und wenn wir die, glaube ich, auf einen gewissen Dingens runterbringen, dann können wir so ein heftiges... Ja, was denn jetzt schon wieder? Rokuon.
Achso, ja, damit können wir ihn anvisieren. Ja, das habe ich doch eben schon herausgefunden, dass wir uns auf ihn spezialisieren können. So, ich würde sagen, wir machen das einfach wie immer. Wir kloppen einfach... Ja, was denn jetzt schon wieder? Kinokushi oder Musogejiga. Kaifukushimasu. Okay, und die gelbe da, die macht unser heftige... Warte, wir probieren das aus. Komm mal her. Zack. Siehst du, jetzt hat die A-Leiste voll und jetzt komm. Jetzt geben wir ihm richtig hart einen weg. Ne, jetzt gerade nicht. Und macht den einfach kaputt. So, zieht's euch rein. Jetzt wird er richtig getötet. Ah ja, und da ist er auch weg. Das heißt, wir haben alles schön geklärt. Mission succeed, keine Ahnung. Und wir sind fertig mit dieser Mission. Oh mein Gott, Leute, ich muss mich auch erstmal... Das geht nicht so! Also, wir haben die Mutter gefunden. Also, ihr geht's gut. Und er will noch alles weiter kaputt machen. また崩れるかわからないんだぞ。早くしろ。私も必ず後から向かいます。さあ、行きなさい。行くぞ。Ja, also die Mutter hat gesagt, geht schon mal vor. Lasst mich hier zurück, ich komme später nach. Man weiß nicht, wann es wieder zusammenstürzt. Warum haben wir sie da gelassen? そうだよ。母上がいなきゃ、俺たち。Oh Gott, das ist Monster. Sie haben gesagt, nein, sie können nicht ohne die Mutter gehen. Das hat keine Bedeutung für sie. ここを突破しなければ、未来はないぞ。Wenn wir jetzt nicht gehen, haben wir keine Zukunft. Hat er gesagt. Also, sie müssen gehen. So, Charakter Shokai, Liang. Ja, hier machen wir aber erstmal einen kurzen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin mit dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!